Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Ganz herzlich willkommen. Wir räumen heute noch mal richtig auf. Noch nicht so richtig im Garten, aber mit euren Ängsten. Ihr scheint unglaubliche Angst zu haben, eure alten Rosen zurückzuschneiden, weil viele von euch denken, dass die dann nicht mehr blühen dieses Jahr. Zeige ich euch gleich an einem praktischen Beispiel, nämlich da drüben an der Wand. Das ist eine dunkle, kalte, eklige Nordwand. Und dass man an diesen Wänden, dass ihr an diesen Wänden auch toll mit Rosen arbeiten könnt, zeige ich euch nachher auch und vor allem, welche Sorten dafür ganz besonders toll sind, wie man sie schneidet, wie man sie aufbaut. Dazu ganz viele praktische Tipps gleich am lebenden Beispiel. Und dann gehen wir los. Einmal die Yellow Brick Road hoch. Was haben wir jetzt schon in unserem Mixed Border gemacht? Was könnt ihr schon in euren Mixed Bordern tun? Wir haben Hibiskus geschnitten und Holunder und alles Mögliche. Und wir hören überall in unseren Gärten die Rufe unserer öfter blühenden Rosen. Schneide mich, die habt ihr wahrscheinlich zu Hause auch, diese Rufe in euren Gärten. Ja, wir legen auch los. Wie und was zeige ich euch auch gleich. Und dann zu guter Letzt machen wir noch einen kleinen Abstecher in unseren Strauchpfingstrosengarten. Wer von euch Strauchpfingstrosen liebt, der muss sich das auf jeden Fall anschauen, diese wunderbaren Schönheiten. Damit die auch dieses Jahr wieder so toll und wunderschön blühen, müssen wir sie natürlich entsprechend schneiden. Und das auch viel früher als normal, weil es drückt ja unglaublich. Die sind schon weit ausgetrieben und die ganzen Tipps, die es dazu zu geben gibt, die kriegt ihr heute auch noch. Also lasst uns loslegen. Wir haben eine Menge zu tun. So, ihr seht es schon, hier ist es echt duster. Nordwand an unserem Restaurant neben dem Picknickschalter. Da sitzt übrigens der Willi. Guten Morgen, Willi. Hallo. Wartet wahrscheinlich aufs erste Picknick. Und hier an der Wand, ihr seht, die ist nicht so wahnsinnig hoch. Was weiß ich was, vielleicht 2,50, maximal 3 Meter. Also eine überschaubare Fläche, aber eben wirklich wenig Sonne, selbst im Sommer. Und wenn ihr solche Wände habt, Nordwände, kalte Wände, dunkle Wände, da denkt man natürlich immer, boah, da geht Efeu und sonst gar nichts. Nein, es gehen auch ganz tolle Rosen. Und das hier ist zum Beispiel Lord's Garmen, eine wunderbare Gallica-Rose. Ihr habt sie schon ein paar Mal jetzt im Video gehört. Einmal blühende Rose. Und eben, wenn ihr hier jetzt mit einer öfter blühenden Rambler-Rose oder einem öfter blühenden, was weiß ich, einer Gloire de Dijon oder irgendwas Kletterrose anfangen wollt, das würde nicht funktionieren. Die würde euch davon mickern, weil an dieser dunklen, schattigen Wand ist natürlich nicht viel zu holen für so eine öfter blühende Rose. Die braucht das Licht für Photosynthese und für Blüten machen und so weiter. Aber die alten einmal blühenden, die schaffen das wunderbar. Oder auch eben taffe, einmal blühende Kletterrose. Und ich werde euch da gleich auch noch ein paar Sorten nennen, die ihr wunderbar dafür verwenden könnt. An solchen Wänden, die nicht so irre hoch sind, wie jetzt hier, diese Lord's Garmen, 2,5 Meter, 3 Meter, da könnt ihr wunderbar auch mit kletternden Strauchrosen arbeiten, weil eine ganze Menge von den alten einmal blühenden Rosen, die können auch wunderbar klettern bis auf 3 Meter. Und von daher sind die natürlich an solchen Wänden absolut prädestiniert. Madame Hardy, Tuscany Superb, Lord's Garmen, wahrscheinlich noch ein paar andere. Ich sag euch gleich noch ein paar weitere Sorten. Aber jetzt gehen wir da erstmal ans Schneiden. Und eine Frage, die ganz häufig diese Woche kam, muss dann mal gerade schnell in meine Fragen reingucken, gefragt wurde von der Christine zum Beispiel auch, die schreibt, ich bin etwas verwirrt. Überall lese ich, dass einmal blühende Rosen, zum Beispiel Isfahan, am vorjährigen Holz blühen und man sie im Frühjahr nicht schneiden sollte, weil dann kaum Blütenbildung. Es wird der Sommerschnitt empfohlen. In deinen Videos schneidest du jetzt schon im Frühjahr. Okay, das ist wirklich ein Missverständnis, Kirstin, und eben alle anderen, die das auch gefragt haben. Es waren wirklich viele Fragen dazu. Selbstverständlich können wir die alten einmal blühenden Rosen jetzt schneiden, weil wir kürzen sie ja lediglich ein. Wir schneiden sie ja nicht komplett runter. Das heißt, wir haben ja hier ganz viel altes Holz, ne? Und dieses alte Holz, das wird natürlich durchaus auch dann wieder
Blüten bringen. Also es geht einfach darum, einen radikalen Rückschnitt von alten einmal blühenden Rosen, wie in unserem Traudich-Video, dass man die jetzt so auf irgendwie ein paar Augen zurückhaut, dann habt ihr natürlich in dem Jahr, wo ihr sie so radikal zurückgeschnitten habt, erstmal wahrscheinlich keine Blüten, weil die sich erst wieder regenerieren und aufbauen muss, mehr Triebe bilden muss, Verzweigungen, damit sie dann im nächsten Jahr wieder blüht. Aber bei so einer etablierten Rose, wie hier bei diesem Lord's Garment, da kann ich natürlich und eben auch, wenn es jetzt als Strauchrose gehalten wäre, da kann ich natürlich jetzt auf jeden Fall zurückschneiden, weil es bleibt ja noch ganz viel altes Holz da, zweijähriges, dreijähriges, etabliertes Holz. Und von daher passiert da überhaupt nichts. Ihr seht, ich habe hier schon mal vorher ein bisschen angefangen gehabt. Also ich nehme die Rose jetzt zurück zur Wand hin, dass die wieder schön kompakt ist. Ganz wichtig auch, wer da noch mal tiefer auch reingehen möchte in das Thema, es gibt noch Videos aus dem letzten und vorletzten Jahr, wo ich das eben auch noch mal zeige mit den Rosen an Wänden aufbauen. Was wir immer machen, ist, dass wir an den Wänden die Rose im Vordergrund hier wie eine Strauchrose halten. Hier schneide ich im Prinzip nur das tote und kranke Holz raus. Und ansonsten gucke ich, dass die hier vorne sehr, sehr schön buschig bleibt, also eben ihren strauchigen Charakter behält. Und das mache ich nicht nur, weil das eine Strauchrose eigentlich ist, die hier klettert, sondern grundsätzlich auch bei den kletternden Rosen, dass die immer hier vorne schön dicht bleiben. Das ist also ganz, ganz wichtig. So, und dann seht ihr jetzt mal einfach, wie ich hier so vor mich hinschnippel. Und alles, was ich wegschneide, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Da wird einfach entsprechend eingekürzt. Auch so einer mal. Guck mal hier, was die jetzt schon ausgetrieben hat. Das ist schon ein neuer Trieb. Den nehme ich auch ruhig nochmal zurück. Und auch hier am alten Holz werden sich natürlich dann neue Austriebe noch bilden, die selbstverständlich dieses Jahr dann auch blühen. Der hier ist wunderbar nochmal, um hier unten schön für Dichtes zu sorgen. Und ich schneide dann soweit, je weiter ich nach oben komme, schneide ich immer weiter zur Wand zurück, immer direkter an die Wand zurück. So, dass das dann halt wirklich auch eine schöne Geschichte. Das hier ist zum Beispiel wieder, wenn ihr das hier seht, ganz tot. Das nehmen wir natürlich auch, ja, doch, ganz weg. So. Und ihr habt jetzt hier diese Austriebe, schaut mal diese Augen hier. Und hier seht ihr jetzt sehr, sehr schön diese Knospe. Die sitzt ja alten und zweijährigen Holz. Ja? Und deswegen wird da auch eine Blüte draus entstehen. Also von daher, auch wenn ich das jetzt alles hier einkürze, ich habe ja genügend Austriebe und angelegte Blütenknospen, wie bei Apfelbäumen ist das im Prinzip genau das Gleiche, die natürlich dieses Jahr dann wunderbar zu Blüten führen. Also deswegen habt keine Angst, eure alten einmal blühenden Rosen zurückzuschneiden. Ob es jetzt die Sträucher sind, wie wir es letzte Woche, vorletzte Woche in unserem alten Rosengarten gezeigt haben. Wenn ihr die so um ein Viertel oder ein Drittel ihrer Gesamthöhe einkürzt, dann habt ihr so viel altes Holz noch, so viel zweijähriges oder älteres Holz, an dem überall kleine Knospen sitzen, kleine Austriebe. Und selbstverständlich werden eure Rosen dann wunderschön blühen, eure alten Einmalblühenden. Und das ist genau der Punkt, warum alte Einmalblühende in Verruf gekommen sind, weil eben die meisten denken so, boah, die fasse ich gar nicht an, Hilfe, Hilfe, weil sonst blühen sie nicht. Aber das ist genau falsch. Ja. Ihr könnt die schön in kugelige Formen schneiden. Ihr habt vielleicht auch bei den jungen Rosen, was ich im letzten Video gesagt habe, wenn ihr sie aufbaut über 2, 3 Jahre, vielleicht noch nicht dann so viele Blüten, klar. Aber es wird natürlich dann schön dicht, ja, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. So, und jetzt schneiden wir, hallo Willi, wo ist denn eigentlich der Seppel hin? Der war doch vorhin hier auch. Machen wir jetzt doch nochmal, schnappe ich mir hier meinen Handschuh und zeige euch gerade noch ein bisschen auch hier weiter oben. Und wir gucken natürlich dann auch immer, dass sie nicht unbedingt hinter die Drähte wachsen. Diejenigen von euch, die schon viel zugeguckt haben, die wissen, dass wir ja einfach immer hier so mit diesen galvanisierten Drähten an den Rosen arbeiten.
So. Hier haben wir übrigens überall ein bisschen Schmierlaus dran. Das seht ihr, das sind so diese weißen Dinger hier überall an den Trieben. Das ist nicht so cool. Ist aber nicht weiter wahnsinnig schlimm. Das wird dann einfach demnächst mit Rapsöl gespritzt, weil das Rapsöl, das macht es dann diesen ganzen kleinen, ekelhaften Schädlingen, also ekelhaft sind sie ja nicht, aber eben wir wollen sie nicht an unseren Rosen haben, es schwer aus den Eiern rauszukommen, und dann hat sich das Problem eigentlich relativ schnell erledigt. Also Rapsöl ist da eine gute Möglichkeit. So. Also ihr seht ungefähr das Prinzip. Diejenigen von euch, die schon häufiger zugeschaut haben, die wissen von mir, dass ich immer sage, Kletterrosen an der Wand. Und das werden wir demnächst auch hier gegenüber machen. Gehen wir mal da drüben, da ist es nämlich schön sonnig. Hier an unserer Wand in Granny's Walk, da müssen wir natürlich jetzt demnächst auch schneiden. Das sind alles öfter blühende Rosen, da gehen wir jetzt dann dran. Und die Kletterrosen, sage ich ja immer, ausfächern, soweit ihr könnt. Ne? Schön aufbauen, spalierartig an den Wänden, dass sie möglichst breit aufgestellt sind und eben sich toll entfalten können. Ihr seht jetzt hier bei unserer Lord's Garden, das ist eine Strauchrose. Und die kann durchaus auch ein bisschen aufrechter wachsen, weil die einfach so diesen strauchigeren Habitus hat. Also wir fächern die auch leicht aus, wie ihr hier seht, aber eben nicht so ganz so stark wie bei den Kletterrosen. So. Auf jeden Fall das Tote jetzt überall schön mit rausschneiden. Genau. So. Das ist auch wieder tot. Okay. Da wir ja wahnsinnig viel zu tun haben heute, schneide ich die dann später nochmal für euch fertig und zeige sie euch am Ende vom Video dann, wie die Wand fertig geschnitten aussieht. Aber ich denke, das Prinzip habt ihr gesehen. Hier oben schneiden wir natürlich dann auch noch das alles schön zurück. So bis zum ersten Draht ungefähr, damit wir da einfach schöne Ordnung auch haben. Und dann kann sie auch wieder quasi einen Zuwachs hier machen bis fast zur Dachrinne und dann eben wunderschön blühen. Und wer die Videos weiter dieses Jahr verfolgen wird oder uns gar im Juni besuchen wird, wird sehen, dass trotz dieses Rückschnitts oder gerade vielleicht auch wegen dieses Rückschnitts diese einmal blühende, wunderschöne Lord's Garden dann ganz, ganz toll blühen wird. So, wie gesagt, weitere Strauchrosen, die an solchen schwierigen, dunklen Wänden auch toll für euch funktionieren würden, sind auf jeden Fall die Charles de Mille, die hatte ich letztes Mal auch schon angesprochen, die Tuscany Superb, von den Alba-Rosen die Celeste, wunderschön, eben die Madame Hardy. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge Kletterrosen, die hervorragend an solchen Wänden funktionieren. Zum Beispiel hier nebenan, das ist Zephyrine Drouin, eine wunderschöne pinke Kletterrose, die tatsächlich lieber im Schatten wächst als in der Sonne. Die bevorzugt den Schatten. Also auch eine für solche schwierigeren Wände, aber vielleicht nicht wirklich für Höhenlagen dann, aber eben für dunkle Wände einfach. Dann natürlich die Landhaus Ettenbühl, an der ich vorhin hier drüben stand, die dann auch wieder im Sommer ihre wunderschönen Blüten zeigen wird. Ganz, ganz beliebt bei den Bienen, und also eine wunderschöne Rose, die hier an solchen Nordwänden, an schwierigen Wänden, an kalten Wänden mindestens 6 bis 8 Wochen tolle Blüten bringt und später dann schöne Hagebutten. Dann manche von euch kennen schon die Madame Grégoire Stechelin, die Spanish Beauty, die ich schon ein paar Mal angesprochen hatte, die bei uns auch hier am Restaurant wächst mit diesen riesigen, wunderschönen Blüten, aus denen dann später auch wieder ganz, ganz große Hagebutten werden, auch wunderschön. Dann eine weitere ist Madame Caroline Testu, die auch ganz toll funktioniert an solchen Wänden, und eben auch der Burgundy Rambler. Also da habt ihr mal so 10 Rosen, teilweise eben Strauchrosen, die gut klettern, und reine Kletterrosen, die eben in so schwierigen Lagen wirklich richtig, richtig gut funktionieren. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal hoch zur Yellow Brick Road und schauen mal, was es dort noch zu sehen gibt. Und unterwegs kann ich euch gerade noch ein paar Fragen beantworten. Und zwar, was auch ein paar Mal jetzt gefragt wurde von der
Katrin Beet zum Beispiel. Wie pflege ich am besten mein Beet, wenn ich Rosen mit Lavendel kombiniert habe? Die Rosen wollen ja etwas mehr Wasser und vor allem Nährstoffe und der Lavendel lieber etwas weniger. Das ist ganz interessant. Und die Janine hat auch das Ähnliche geschrieben. Ich würde gern bald auch noch Lavendel in mein Rosenbeet oder zu meinen Rosen pflanzen. Man liest aber immer wieder, dass Lavendel und Rosengrund verschieden in Bezug auf Pflege, Nährstoff und Standort sind. Wie ich sehe, pflanzt ihr Lavendel auch neben Rosen und bei euch wächst alles prächtig. Was stimmt denn nun? Danke für Aufklärung. Also, Rosen und Lavendel ist auf jeden Fall eine Fotoschönheit, das kann man sagen. Die sehen natürlich immer toll auf Fotos zusammen aus und werden von Gartenzeitschriften gerne bemüht. Aber im Garten ist es natürlich auch schön, dass Lavendel irgendwie die Blattläuse fernhält. Dem ist nicht so, das kann ich nicht bestätigen. Aber Rosen und Lavendel gehen eigentlich ganz gut zusammen, zumal wenn man, und das ist an die Katrin im Prinzip gerichtet, die Rosen nicht so stark wässert. Und wir wässern hier in unseren Gärten ja wirklich nur ganz junge Rosen. Und ansonsten halten wir uns ja unglaublich zurück mit Rosengießen. Da werden wir in den nächsten Wochen auch noch mal ganz häufig drauf eingehen. Also unsere Rosen, die werden so gut wie nie gegossen. Und deswegen ist der Lavendel in der Umgebung natürlich auch, der es relativ gerne trocken hat, so Provence-Klima und so weiter, hat er eigentlich kein Problem. Also von daher gar nicht so unterschiedliche Ansprüche. Und wenn wir unsere Rosen düngen mit unserem organischen Dünger, dann kriegt der Lavendel immer auch ein bisschen ab und er hat noch nie gemeckert, dass es ihm nicht passt. Also von daher geht das ganz gut. Genau. Und dann, jetzt sind wir nämlich hier schon in unserer Yellow Brick Road. Schaut hier mal mit rein. Kommt mal hier mit rein in die Yellow Brick Road. Also ihr seht, ich gehe mal voraus. Moment. Noch jede Menge Chaos quasi hier in unserem großen Mixed Border. Aber hört ihr es? Ja, okay, es sind die Vögel, aber ich höre auch die öfter blühenden Rosen mittlerweile schreien, schneide mich, schaut euch das mal an. Austriebe, jetzt in einer Woche von einem Zentimeter oder zwei, es ist absolut irre. Also die Narzissen unten auf der English Meadow fangen an zu blühen. Wir haben die ersten gelben Pseudonarzissus, die Osterglocken gesehen. Unglaublich. Also es drückt jetzt dermaßen und wir gehen davon aus, dass es auch langsam einfach Zeit wird, an die öfter blühenden ranzugehen. Ich denke, wir werden jetzt so ab Montag, Dienstag hier im Border anfangen zu arbeiten. Was der John schon zurückgeschnitten hat, das seht ihr hier im Hintergrund. Da sind die Hibiskus und die Holunder, der Sambucus, die hat er diese Woche schon richtig ordentlich zurückgeschnitten, weil hier in diesem Mixed Border ist es ganz wichtig, dass wir diese Sträucher kompakt halten, damit die nicht übermächtig werden. Das ist ja ganz viel Stauden hier drin und da sind Rosen drin und das ist eine wunderschöne Sinfonie von verschiedensten Pflanzen. Oh mein Gott, freue ich mich drauf, dass diese Demex wieder losgeht und diese ganzen Farben und Düfte hier zu sehen sind. Ihr seht jede Menge Gras hier auch in den Beeten. Da werden wir natürlich massiv schüffeln müssen. Aber jetzt eben erstmal Rückschnitt. Wie gesagt, der John hat hier mit Astschere und so weiter die dicksten Triebe auch dann zurückgeschnitten und vor allem eben der Hibiskus und den Holunder wieder in Zaum gebracht. Und wir gehen natürlich jetzt dann ab nächster Woche tatsächlich hier auch an unsere öfter blühenden Rosen ran. Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr so ein Monster Frost dieses Jahr geben wird. Die Meteorologen sind sich relativ einig alle darin, dass es also doch stabil bleiben soll. Aber ja, wir müssen das Risiko jetzt einfach auf uns nehmen, weil es muss einfach weitergehen. Wir können nicht den Rosen zugucken, wie die hier wahnsinnig davontreiben und uns einfach ignorieren. Also von daher würde ich auch bei euch, wenn ihr nicht gerade in Höhenlagen seid, wir sind hier so 400 Meter, auch den Startschuss geben. Fangt an, eure öfter blühenden jetzt auch zu schneiden. Und nächste Woche im Video werden wir auf jeden Fall da nochmal richtig intensiv drauf eingehen und euch genau Rückschnitt und so weiter. Der ist im Prinzip ganz ähnlich wie bei den alten Rosen, was wir euch schon gezeigt haben. Drittel ungefähr der Gesamthöhe zurück. Aber machen wir dann auf jeden Fall auch nochmal zusammen. Ja, und heute Morgen ist natürlich hier eine wunderschöne Stimmung. Und ihr seht hier auch den Mrs. Billy Crick Bogen. Und da hat der John jetzt auch diese Woche schon gesagt, komm ran, wir müssen los.
Ihr seht hier den Bogen noch ein paar Tage früher, wie er noch voll chaotisch hier vor sich hin wachsend steht. Und dann haben wir also hier jetzt auch schon angefangen zu schneiden. John hat die ganzen langen Triebe zurückgenommen. Ihr seht, hoch auf die Leiter, hat alles angebunden, was hier schön eben dann dicht macht. Und das ist natürlich auch wieder die Methode, zu gucken, dass es von unten bis oben schön dicht bleibt. Und dieser ganze Bogen, ihr seht es hier eingeblendet, wie schön der blüht im Frühjahr, beziehungsweise eigentlich durch die ganze Saison hindurch, so ab Mai, Juni, Juli, August. Zwischendurch schneiden wir mal zurück und dann blüht er nochmal. Also wunderschön. Mrs. Billy Creek, natürlich einer der öfter blühenden Rambler, die besonders schön sind. Ich habe hier auch noch mal eine Frage zu öfter blühenden Rosen von der Elvira Kaiser. Die wollte fragen, um welchen Zeitpunkt kommen Remontant-Rosen zum Schnitt? Baron Giraud de Lair, Reine de Violette. Also eben, Elvira, die gehören zu diesen öfter blühenden Rosen. Wie gesagt, Startschuss mehr oder weniger erteilt. Also legt ruhig los. Ja, und dann hat der André noch gefragt zu öfter blühenden Ramblern. Ich möchte gerne auf meiner Terrasse im Kübel eine Rose an einem Regenfallrohr mit Rankhilfe wachsen lassen, Süd- und Westausrichtung. Einerseits soll sie 3 bis 4 Meter hoch ranken, andererseits aber auch nicht zu groß werden wegen Dachrinne und so weiter. Gibt es da was Passendes? Ich habe zudem richtig in Erinnerung, alle 4 bis 5 Jahre muss neue Erde in die Töpfe. So, André, also eben hier, öfter blühender Rambler, ne? Mrs. Billy Creek, wunderbar für so eine Situation. Ghislain de Féligonde, alle möglichen White Wedding, die wir neulich umgepflanzt haben. Wunderschön in so einer Situation. Also alles öfter blühende Rambler würde ich für so eine Situation verwenden. Und da kann auf jeden Fall dann nichts schief gehen. Schönen tiefen Kübel. Und eben das mit dem Umtopfen alle 4 bis 5 Jahre, das ist tatsächlich so. Und wenn die Rosen natürlich schon groß geklettert sind aus ihrem Kübel, ist das nicht ganz so einfach. Also da auch noch mal in eins der Top-Videos reingucken, aber das kann ich gern auch mal zeigen. Und es ist jetzt übrigens, das hat nämlich auch noch die, wer war's? Die Astrid hat gefragt, ob sie jetzt ihre Rosen umtopfen soll, ne? Weil sie eben auch große Rosen in Töpfen hat und die jetzt eben noch mit Vlies bedeckt waren und noch schön eingepackt sind. Auf jeden Fall, Astrid, jetzt die Rosen umtopfen. Also wenn ihr Rosen in Töpfe habt und die haben 3, 4 Jahre keine frische Erde gesehen, dann wäre das jetzt eine gute Situation, die rauszunehmen aus den Töpfen, schön die ganze alte Erde abzumachen und neue Erde einzufüllen und dann eben den richtig guten Saisonstart zu geben. Aber ich würde jetzt nicht mehr lange warten, weil es drückt dermaßen. Also da müssen wir jetzt loslegen mit solchen Arbeiten. Genau. Also, da haben wir mal wieder so einige der Fragen schon gehabt. Dann kam von der Katharina nochmal die Frage zu den Hortensien. Wir hatten ja letzte Woche die Hortensien Annabelle zurückgeschnitten und sie fragt jetzt eben, ob auch andere Hortensien wie Endless Summer und Limelight genauso geschnitten werden, nämlich nicht so tief runter, sondern so auf Kniehöhe gehalten. Ja, auf jeden Fall. Die ganzen Ballhortensien, die könnt ihr genauso schneiden. Alles, was so große Blüten, schwere Blüten macht, immer dran denken. Wenn die sich schön gegenseitig halten an dickeren Trieben, dann ist das eine gute Sache. Und von daher die alle ein bisschen länger lassen. So, und dann gehen wir jetzt noch mal in den Pfingstrosengarten, weil da gibt es auch noch einiges zu sehen. Willi, kommst mit? Ja? Okay, mal schauen. Und wenn ihr wollt, werft gerade noch mal hier im Vorbeigehen einen Blick runter in den Wassergarten. Also da haben wir jetzt auch noch nichts geschnitten. Aber wie gesagt, jetzt am Montag werden wir definitiv anfangen, unsere öfter blühenden Rosen auch hier in den Gärten zu schneiden. Wir fangen eher so an den etwas geschützteren Situationen an. Geschütztere Situationen sind zum Beispiel eben die Wände vorne in Granny's Walk. Die sind schön warm, da ist die Sonne den ganzen Tag drauf, wenn sie denn da ist. Da oben, da klappert irgendetwas. Ich glaube, es ist ein Specht. Aber ganz schön laut, aber ich sehe nichts. Ja, vielleicht kriegen wir den gleich noch mit der Kamera ein bisschen für euch eingefangen. Mal schauen. Aber ich kann ihn so nicht erblicken. Naja, gehen wir erstmal im Pfingstrosengarten. Kommt mit.
Ach ja, und bevor wir hier nochmal in den Pfingstrosengarten und diese wunderschönen Pfingstrosen abtauchen, guckt mal, hier stehen noch die Eibenkugeln. Die sind so ein bisschen auf dem Wartegleis momentan. So, dürfen wir in den Pfingstrosenweg oder dürfen wir nicht in den Pfingstrosenweg? Es sieht schlecht aus, muss ich sagen. Also für die Eiben, nicht für uns. Votum ist relativ eindeutig gegen Eiben. Und wir sind jetzt gerade dabei, große Auswahl an wunderschönen, schon uns bekannten Stauden-Pfingstrosen, also was anderes als das, was wir gleich hier im Pfingstrosengarten machen, nämlich Stauden-Pfingstrosen auszusuchen für den Pfingstrosengarten, und haben noch ein paar andere tolle Ideen. Davon erzähle ich euch dann aber in einem der nächsten Videos. Aber Freunde, ich befürchte, ihr bleibt hier stehen. Mal gucken. Sieht das nicht toll aus? Diese, also selbst jetzt, wenn sie nicht blühen, haben sie einfach so tolle, bizarre Formen. Und das ist auch total wichtig, dass ihr das beim Schnitt berücksichtigt. Also Pfingstrosen, gerade diese Strauchpfingstrosen, die verholzten Sorten, auf keinen Fall so in kugelige Büsche schneiden. Die sollen durchaus so ihre Form haben. Schaut mal, so sah es vor ein paar Tagen noch aus. Da war wirklich hier wild überall noch das Laub dran gehangen, das ganze tote Holz noch und so weiter. Aber sie sind jetzt schon so stark am Austreiben. Ihr seht es hier, die ist jetzt noch nicht so stark, aber manche andere haben schon richtig große rote Austriebe. Das ging jetzt auch unglaublich schnell. Und wir schneiden im Prinzip nur zurück bis zu den ersten Knospen, den lebendigen, aufbrechen wollenden Knospen. Und alles, was darüber ist, das wird dann eben entsprechend zurückgeschnitten. Und totes Holz, das sieht man hier sehr schön. Da hat der Josef einen ganz toten Trieb gefunden, der geht bis ganz runter. Sowas wird natürlich auch rausgeschnitten, aber man muss wirklich gut gucken. Und dann ergeben sich eben so ganz natürlich diese eben, wie gesagt, etwas bizarreren Formen. Wenn wir jetzt hier mal so rundherum schauen, also wunderschön. Und da haben da Willi und der Seppel auch so richtig Laune dabei. Gebe ich eben hier nochmal diese schönen Austriebe. Und daraus werden natürlich dann demnächst diese herrlichen Blüten, guckt mal, mit diesen wunderschönen Namen wie Flug der Kraniche und verschiedenste Farben und diese großen Blüten. Also das ist natürlich ein absoluter Traum, wenn dieser ganze Pfingstrosengarten dann so im Mai meistens in Blüte steht. Also freue ich mich natürlich jetzt auch schon wieder richtig drauf. Ganz wichtig, wenn ihr eure Strauchpfingstrosen zurückschneidet, die können einen Pilz haben, eine Krankheit, die heißt Botrytis. Kann man immer nur hoffen, dass man die nicht hat. Aber grundsätzlich, egal jetzt ob oder ob nicht, ist es immer gut, dass ihr eure Scheren desinfiziert, wenn ihr zum Beispiel Pfingstrosen geschnitten hat. Macht eh immer Sinn, zwischendurch mal Scheren zu desinfizieren. Ne? Es kann immer mal was an der Rose sein, und deswegen ist es immer gut, zwischendurch einfach mal entweder zu tunken oder eben Desinfektionsmittel dabei zu haben, abzuwischen. Macht auf jeden Fall Sinn bei Pfingstrosen, definitiv. Genau. Was habe ich jetzt denn noch? Waren noch irgendwelche Fragen, die ich unbedingt beantworten wollte? Einigen von euch habe ich natürlich auch schon wieder geschrieben. Und dann die ganzen Fragen zu den öfter blühenden Rosen. Wie gesagt, da legen wir dann wirklich ab nächster Woche los und gucken, was wir da euch noch alles an Tipps mitgeben können. Auch wieder eben der Schnitt von öfter blühenden Rosen an verschiedensten Stellen. Welche sind die besten öfter blühenden Rosen für welche Situation? Schreibt gern wieder unten eure Fragen in die Kommentare. Dann können wir die aufnehmen. Und ich hoffe, dass wir demnächst auch dann mit unserem interaktiven Fragenportal, wir arbeiten echt hart dran, aber im Moment ist, wie gesagt, so wahnsinnig viel. Es kommt so alles zusammen, die Baustelle und dieses verrückte frühe Frühjahr mit all diesen Pflanzen, die davon galoppieren, und das Unkraut ist schon überall, und also man weiß eigentlich gerade im Moment nicht, wo man anfangen soll. Aber wie gesagt, eure Fragen sind immer herzlich willkommen, und wir freuen uns natürlich jederzeit, wenn ihr hier mit dabei seid und abonniert und liked und ich weiß nicht was, ich soll es immer mal wieder zwischendurch sagen, freuen wir uns natürlich auch. Und für heute sage ich einfach, wow,
herrlicher Morgen. Genießt euren Sonntag, genießt eure Gärten, fangt an, die Ärmel hochzukrempeln. Wie gesagt, die öfter blühenden vielleicht erstmal schneiden, ein bisschen in geschützteren Regionen eures Gartens, an der Hauswand, wie auch immer, in nicht ganz exponierten Lagen, in den Höhenlagen noch ein bisschen abwarten vielleicht. Rosen umtopfen könnt ihr wunderbar jetzt. Und wie gesagt, habt keine Angst, eure alten Rosen zurückzuschneiden. Wie gesagt, die blühen natürlich am alten Holz, aber ihr seht, am alten Holz sind ganz viele kleine Knöspchen, Austriebe jetzt am Kommen, da passiert euch nichts. Ne? Also wenn ihr sie nicht gerade ganz tief runterschneidet. Also in diesem Sinne, habt eine gute Woche und bis nächsten Sonntag. Tschüss, macht's gut. Tschüss.